Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit den nächsten beiden Partien. Heute geht's in der ersten gegen Eintracht Frankfurt. Das heißt, ein Spiel, das wir in Realität verloren haben, das erste Mal seit Ewigkeiten gegen die Eintracht in Realität. Soll aber natürlich das ganz anders gelaufen sein als jetzt hier im Karrieremodus. Wenn euch die heutige Episode gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist die beste Unterstützung. Ihr wisst Bescheid, ihr feiert den Karrieremodus mit Hannover, weil er realistisch ist und genauso will ich ihn halten. Dementsprechend ist eine Niederlage Pflicht, aber wir werden natürlich versuchen, das zu verhindern. Und wie gesagt, wenn euch gefällt, lasst gerne den Daumen nach oben da, das zeigt mir, dass ihr ihn weiterhin feiert. Wir gucken so ein bisschen rum, was so geht. Allgemein will sich Marcelo mit mir unterhalten. Marcelo sagt nämlich, es ist nicht einfach, sich hier zurechtzufinden. Allerdings ist das, irgendwo auch ganz verständlich, denn der hat zuletzt ein paar Probleme gehabt in der Innenverteidigung zusammen mit André Hoffmann, soll sich aber heute wieder beweisen, ist gut in Form an sich und spielt dementsprechend auch neben unserem deutschen jungen Nationalspieler. Ansonsten stellen wir ein bisschen um, unter anderem haben wir die Bank jetzt mit Jugendspielern weiterhin aufgefüllt, beispielsweise Mike Steven-Behre oder Tim Diersen. Das werde ich, wie gesagt, reduzieren in den nächsten Wochen, einfach weil die das Potenzial nicht so haben und weil ich lieber die Spieler spielen lasse, die auch den Marktwert steigern und so weiter und so fort. Diersen und Mike Steven-Behre sind weder vielversprechende Spieler im Training noch allgemein. Und auch wenn ich die extrem mag und das Ganze realistisch halten will, ist es eher realistischer, wenn ich nicht so auf die Jugend baue. Wenn ich gesagt habe, dass ich es machen will, werde ich das eher mit Spielern machen, die ich eventuell selber verpflichte. Nicht die Standardspieler, aber irgendwelche, welche das sein werden, werden wir in den nächsten Wochen irgendwann sicherlich mal sehen. Jetzt geht es erstmal gegen Eintracht Frankfurt. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Eintracht Frankfurt zu Gast in der HDI Arena bei Hannover 96. Seit Ewigkeiten konnte die Eintracht bei den Roten keinen Sieg mehr verzeichnen. Genau das sollte sich im Idealfall für die Frankfurter heute ändern. Und natürlich war das Ganze alles andere als einfach gegen die momentan formstarken Hannoveraner, die selbst in der Defensive nach dem Abgang von Ron-Robert Zieler mit Samuel Radlinger immer noch einen sehr soliden Rückhalt hatte. Der hatte sich mittlerweile sogar gegen Paul Nadie die Leihgabe von AS Monaco durchgesetzt und stand auch heute im Kasten. Davor Sorg, Hoffmann, Marcel und Edgar Pribb auf der Doppel-6, Ivar Fossum und Salif Sané, linkes Mittelfeld. Von Anfang an heute dabei Kenan Karaman, Uffe Bech, Albert Rosenhag und in der Sturmspitze Neuzugang Charlison Benchop. Auf der anderen Seite stand auch ein Niederländer im Fokus und zwar im Sturm. Lukas Steiner, der den Vorzug vor Haris Seferovic erhielt. Heinz Lindner, Injovski, Zambrano zusammen mit Jack Paar in der Verteidigung. Davor dann Medojevic und Reinhardt auf der Doppel-6. Gacinovic, Stefan Heikmann, Marc Stendera und in der Sturmspitze der eben angesprochene Lukas Steiner. Der stand heute so ein bisschen im Fokus der Niederländer von Twente Enschede zu Frankfurt gewechselt. Für 7,5 Millionen bisher hatte der 23-jährige Jungnationalstürmer seine Ablösung immer noch nicht rechtfertigen können. Heute sollte das im Idealfall anders werden. Allerdings in der Anfangsphase eine sehr ausgewogene Partie mit wenigen Torchancen. Die beiden Mannschaften tasteten sich eher ab, anstatt hier ein Offensivfeuerwerk abzubrennen. Die erste Szene, die wirklich nennenswert war, gab es erst nach 26 Minuten. Das ist Charlie Benchop mit dem Ball nach außen auf Kenan Karaman. Und der hat eine gute Idee, macht das Spiel nämlich endlich mal breit, zieht es in die Breite und zwar auf Uffe Bech. Der legt ab auf Ivar Fossum. Gutes Zusammenspiel der beiden Skandinavier. Bech, der Däne jetzt mit dem Flankenversuch erstmal abgefälscht. Nochmal die Flanke und dann kommt Zambrano. Ganz, ganz knapp am Ball vorbeigeflogen. Eventuell hätte er da sonst das Eigentor fabriziert. So blieb es beim 0:0, aber der Niederländer versuchte es weiter in der Offensive. Fossum mit dem Versuch. Ja, das war nicht Charlie Benchop, Niederländer, sondern der Norweger Ivar Fossum, der ja Heinz Lindner auf die Probe stellt, der ja mittlerweile genauso, ja, wie halt Ivar Fossum einige Stammspieler verdrängt hat, hat mittlerweile den Vorzug vor, ja, Fossums Landmann, vor Nyland erhalten. Warum? Weiß keiner so genau. Allerdings kann man das zum Beispiel in dieser Situation sehen. Karaman auf Rosnack und der versucht mal angeschnitten. Lindner war nicht mehr dran, er strahlte Ruhe aus, beruhigte seine Mannschaft sofort und hielt den Laden hinten dicht. Genau deswegen vielleicht, ja, der Vorzug von Nyland, der eventuell zu Hannover kommen soll. Sei es drum, wir gehen in die nächste Szene und das ist 43. Minute. Das ist ein Foul von Konstan Jakpar, Neuzugang Albert Rosnack und der Slowake fällt und das zu Recht. Und es gibt den Elfmeter kurz vor der Halbzeit, gelbe Karte für den Ex-Hannoveraner Ivora mit einem ganz, ganz dummen Foul und somit die Chance für Charlie Benchop gegen Heinz Lindner, den Elfmetertreffer zu erzielen, das 1:0 für die 96er zu machen. Vielleicht eine Aktion, bei der Lüder besser da gestellt hätte, denn der Norweger gilt als Elfmeterkiller, auch deswegen gerade ein Kandidat für Hannover 96. Allerdings, ja, hier ging es jetzt mal an Heinz Lindner, diesen Elfmeter zu halten. Lindner gegen Charlie Benchop, der Niederländer gewinnt, das entscheidet sich für sich. Und macht das 1:0 nach 45 Minuten. Schöner Elfmeter direkt in die rechte Ecke. Da kann Lindner stehen bleiben, wie er will. An diesen Ball kommt er nicht ran. Und Benchop macht dementsprechend seinen Treffer. Beendet seine Mini-Formkrise. Viele Chancen vergeben in den letzten Wochen. Heute ist er erfolgreich. Auf der anderen Seite versuchte Frankfurt zu antworten noch vor der Halbzeit. Das ist Stefan Reinhardt mit der Flanke. Allerdings kommt da niemand ran außer Radlinger. Und dementsprechend ist die Szene dann so gut wie vorbei. Nochmal der Versuch. Allerdings, ja, eher abgefälschte Bälle. Und aus dem Zufallsprodukt wird dann nichts. Danach war, wie gesagt, Halbzeit in der HDI
Allianz-Arena. Frankfurt lag zurück. Von Lukas Steinios hatte man noch absolut überhaupt nichts gesehen. Der Niederländer noch kein Faktor im Spiel. Der Frankfurter auf der anderen Seite war der Niederländer deutlich besser eingeschlagen. Hatte er sein Elfmetertor gemacht und dementsprechend bereits seinen Teil dazu beigetragen, dass die Hannoveraner mit der Führung im Rücken in die Pause gingen. Zur Halbzeit wechselten dann beide Mannschaften aus. Makoto Hasebe kam bei den Frankfurtern und bei Hannover ging Salif Sané, der Kapitän, der Vizekapitän, aus der Partie. Dafür kam Hiroshi Kiyotake rein, weiterer Kreativspieler. Man wollte ja in der Offensive weiterspielen und das Spiel so auf seine Seite ziehen. Wir springen in die 55. Minute. Das ist mal wieder Hannover in der Offensive. Das ist Uwe Bech auf Kenan Karaman und der versucht direkt mit der Flanke. Die kommt auch gefährlich, allerdings im Endeffekt dann doch geklärt von den Frankfurter. Benchup kommt nicht ran. Trotzdem weiter ein Offensivfeuerwerk der Hannoveraner. Dann die 77. Minute und erstmals kam Frankfurt gefährlich nach vorne. Das ist der Ball in die Spitze. Das ist ja Gajinovic. Ganz schwach von Hoffmann und Gajinovic 1:1. 78. Minute, der erste Torschuss der Frankfurter und der sitzt direkt Radlinger chancenlos und die Frage ist, was ist denn da in André Hoffmann gefahren? Der kann alles machen, der kann den Ball wegschlagen, der kann machen, was er will, aber er spielt ihn direkt in den Fuß von Gajinovic. Er ist noch wunderbar dazwischen gegangen von Olli Sorg und im Endeffekt macht der Youngster dann das Tor. Das erinnert fast schon ein bisschen an Christian Schulz, was der ja, dunge deutsche Nationalspieler fabrizierte. Bakogo versucht es dann nochmal auf der anderen Seite, mittlerweile eingewechselt. Der Nigerianer war in die Partie gekommen für Charlie Benchop, scheitert die aber Heinz Lindner. Die anschließende Ecke auf den Kopf von Sam Maximin und wieder ist Lindner da. Auch Sam Maximin war eingewechselt worden. Wahrlich kein Kopfballungeheuer. Der war gut, allerdings nicht erfolgreich. Nochmal Kiyotake. Wir sind in der 87. Minute. Er war jetzt der Aktivposten, versuchte viel zu fabrizieren. Russnack mit dem Kopfball und wieder ist Lindner da. Der Ball wollte einfach nicht nochmal vorbei am Keeper. Der Max-Keeper von Austria Wien und mittlerweile Stammkeeper der Frankfurter. Dementsprechend endet die Partie mit 1:1. Stefan Reinhardt und seine Männer können sich bei ihrem Keeper bedanken, dass diese Partie so ausging. Eine Chance hatte Frankfurt vorzuweisen und diese nutzen sie dank des Fehlers von André Hoffmann zum 1:1 unentschieden. Ein Punkt also, immerhin auswärts, wieder kein Sieg. Ja, das heißt, die gute Serie von Hannover in der Hardy Arena gegen die Frankfurter bleibt bestehen. Drei Punkte hätten sie trotzdem sicherlich hier mal mitgenommen. So trennen sie sich 1:1 von den Frankfurtern. Boah, war das bitter. Ganz ehrlich, das hat schon ein bisschen an Schulter erinnert, ne? So ein bisschen so irgendwie Altersschwäche oder so. Ich habe keine Ahnung, was das war bei Hoffmann, aber es war dumm. Und dementsprechend, ja, haben wir hier den Fail und spielen nur 1:1 gegen Frankfurt, wo wir gerne gewonnen hätten. Sei es drum, wir spielen jetzt im Pokal gleich gegen den ersten FC Köln. Das wird auch eine spannende Partie. Vorher trainieren wir natürlich mal wieder. Übrigens, tut mir das leid, gerade beim Elfmeter, dass ich mich so verhaspelt habe. Ich wusste einfach, was ich sagen wollte, aber hatte was anderes noch im Kopf, weil ich das vorgeplant hatte. Und dementsprechend hat es dann nicht funktioniert. Aber ich denke, so schlimm war es nicht. Radlinger steigt im Rating, was ich an sich sehr schön finde. Er steigt auf 66. Er wird also immer besser und der ist ja geglitscht, auch in diesem Karrieremodus hier. Das heißt, der wird wahrscheinlich irgendwann eine richtige Bank für uns werden. Ich bin gespannt, wann das der Fall sein wird. Wir haben nochmal Aktuelles und zwar aus Italien. Da haben wir unter anderem Norberto Neto, lustiger Name, aber nicht so interessant. Luigi Sepe oder Sepo oder Sepa. Wie auch immer, auf jeden Fall scouten wir den. Und Andreasen, der möchte mehr Spielzeit bzw. einen Wechsel im Winter haben. Und natürlich kriegt er die Spielzeit, ne? Ist ja klar, ist eine 96 Legende und vor allem für ein Tor legendär. Und zwar nicht für das in der Euroleague-Quali, diesen extremen Strich nach seiner Verletzungspause, nein, sondern für das Handtor gegen den ersten FC Köln. Leon Andreasen, der kommt heute zum Einsatz, das sage ich euch jetzt schon mal, denn wir müssen ein bisschen rotieren, unsere Männer sind nicht alle fit und dementsprechend müssen wir da ein bisschen ja auf die Ersatzspieler bzw. Ergänzungsspieler achten. Übrigens wird auch Erdinsch demnächst mal wieder seine Chance bekommen, in Realität mittlerweile abgegeben an EA Guingamp, bei uns ist er noch da und dementsprechend natürlich eine Option für den Sturm, auch wenn dann Bakogo und Benjamin momentan einen ganz guten Job machen und so wirklich auch noch da ist, muss man Erdinsch auch mal die Chance geben. Wenn wir keine geben, ist Klaus. Warum? Erkläre ich euch nach diesem Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Pokalkracher gegen den ersten FC Köln. Pokalspiel in Hannover. Der erste FC Köln war zu Gast bei den Hannoveranern und das nach dem Unentschieden vor ein paar Wochen, bei dem die Kölner so stark gemauert hatten. Heute waren sie zu Gast in der Hardy Arena und mussten das Ganze nicht vor heimischen, sondern vor ja quasi Auswärtspublikum irgendwie bewerkstelligen. Bei Hannover herrschte gute Stimmung trotz der ja, Pokalmisere der letzten Jahre. Normalerweise kommt Hannover nie über die zweite Runde hinaus und auch dieses Jahr sieht es nicht sonderlich gut aus, denn der FC momentan richtig gut drauf, gerade im Pokal immer wieder stark. Debüt aus bei Hannover einige, unter anderem in der Startelf Paul Nardi, der Neuzugang vom AS Monaco. Er erhielt den Vorzug vor Samuel Radlinger. Allgemein standen viele Spieler auf dem Platz, die man normalerweise vielleicht nicht erwartet hätte, aber Trainer MGT wollte rotieren, wollte einigen anderen Akteuren mal die Chance geben, deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Im Tor haben wir Nardi davor, dann Schmiedebach auf rechts in der Innenverteidigung, Philippe und Yoshida von Anfang an, links Mikko Albornoz, davor Salif Sané und Leon Andreasen, Kenan Karaman auf rechts, links Leroy Feuer in der zentral-offensiven Position, Tim Diersen und in der Sturmspitze Jerry Mbakogo. Der Nigerianer also von Anfang an, weder Sobek noch Erdin standen vorne drin.
drin, aber das muss ja nichts heißen, dennoch in Bakugu in letzter Zeit nicht mehr erste Wahl. Horn, Olkowski, Heinz Sörensen und Hector in der Defensive beim FC, davor dann auf der Doppel-6 Vogt und Lehmann, Bittencourt, der ehemalige Hannoveraner mit Risse, Hosina und Modest in der Offensive. Natürlich ein besonderes Spiel für den ehemaligen 96er, der ja einen unrühmlichen Abgang gemacht hatte und dieses Mal erstmals vor seinem ehemaligen Heimpublikum agieren musste oder durfte, wie man es nehmen möchte, denn er wurde natürlich ausgepfiffen. Die Fans begrüßten ihn nicht sonderlich freundlich zurück. Natürlich war er Fanliebling während seiner Zeit, aber sein Abgang war trotzdem nicht gerade schön und das vergessen die 96-Fans natürlich nie. Dietmar Schönlebe, Schiedsrichter der Partie, pfiff das Ganze dann an und es ging los mit Hannover in der Offensive und es ging genauso los wie in Köln, allerdings mit besseren Chancen für die Hannoveraner, denn Köln stellte sich wieder hinten rein und ließ diesmal mehr zu. Das ist Tim Diersen aus der Distanz, der hat letztens ein schönes Tor gemacht gegen den FC Augsburg. Diesmal ist Timo Horn da und hält diesen Ball locker. Auf der anderen Seite Köln mit der ersten Aktion nach vorne, Matze Lehmer mit dem Kopfball, Nadie aber sehr, sehr sicher. Der Franzose strahlte eine ungeheure Ruhe aus, hinten in seinem Kasten drin. Hatte aber auch nicht viel zu tun, wir müssen schon in den zweiten Durchgang gehen. Erst da kamen weitere Chancen und zwar über Leroy Fürth, der im 16er und versucht es aber. Timo Horn ist auf der Stelle und hält in der 60. Minute natürlich das 0:0 für seine Kölner fest. Es ging weiter, Leon Handreasen mit der Chance, allerdings verspringt ihm der Ball nochmal. Leroy Fürth mit der Nachschusschance auf Salif Sané und wieder ist Horn da und hält diesen Ball relativ sicher. Es ging alles auf den Kasten der Kölner. Nach vorne gab es kaum Entlastung. Dann mal Yuya Osako plötzlich vorne frei. Der Pfosten und Nadi kann den Ball zum Glück am Tor vorbeilenken und nicht ins eigene Tor rein. Das war die größte Aktion der Kölner in der gesamten Partie. Die anschließende Ecke wird auch nochmal gefährlich. Milos Jojic bringt den Ball in die Mitte und da kommt keiner so wirklich ran. Nadi faustet den Ball erstmal raus. Kontersituation für Hannover. Sané eigentlich dann abgepfiffen. Es war angeblich ein Foulspiel des Senegalesen. Hannover auf der anderen Seite war trotzdem das bessere Team. Soleimani mit der Flanke, mittlerweile eingewechselt, der Kosovo Nationalspieler, nochmal in die Mitte geköpft, aber dann geklärt zu Timo Horn. Köln stellte sich immer weiter hinten rein, versuchte mit Entlastung nach vorne zu kommen, das klappte aber nicht wirklich und dann kam Jerry Mbakogu, Konteraktion in der 85. Minute, der Matchball für den Hannoveraner Köln, aufgerückt nach einem Eckball, Jerry Mbakogu scheitert an Timo Horn und auch der Nachschuss von Leroy Fürth sitzt nicht, es blieb beim 0:0 Matchball vergeben und rächt sich sowas normalerweise schon, aber nochmal kam Hannover, auch der eingewechselte Mike Steven Behre auf dem wieder eingewechselten Soleimani in die Mitte, Mbakogu ist da, Mbakogu 1:0. Er macht den Fehler wieder gut und er macht das 1:0 in der Nachspielzeit. Der Nigerianer ist doch noch erfolgreich. Timo Horn geschlagen und das hätte aus Sicht der Kölner wirklich nicht sein müssen. Auch hier wieder viel zu große Lücken. Letztes Mal ausgekontert, diesmal einfach nicht genug Männer in der Defensive. Soleimani direkt in die Mitte und dann der Fehler von Sörensen. Mbakogu ist eiskalt vor dem Kasten, nutzt das aus und lässt sich natürlich von den Fans feiern. Erst quasi so ein bisschen der traurige Hund und jetzt der absolute Held, denn es war die letzte Aktion der Partie. Hannover 96 zieht die nächste Runde des Pokals ein, dank des Treffers von Jerry Mbakogu in der 90. Minute. Köln hatte besser gespielt als im Spiel in der Bundesliga, hatte mehr nach vorne investiert, hatte mehr nach vorne gemacht, hatte gute Chancen, besonders die von Osako zu nennen. Allerdings brachten sie es nicht fertig, mal dem Tor unterzubringen und im Endeffekt war es diesmal der Fehler, der Hannover den Sieg beschert. Mbakogu hat sich damit eventuell wieder in die Herzen der 96-Fans geschossen und eventuell in die Startelf. Wie er sich gegen Benchop durchsetzen kann, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Zunächst einmal ist aber nur wichtig, dass Hannover in der nächsten Runde des Pokals spielt. MGT sagte später, Mbakogu aber alles richtig gemacht. Sowas kann passieren. 1:0 für Hannover gegen Köln. Ja, Freunde, alles richtig gemacht, will ich jetzt im Nachhinein doch nicht mehr sagen. Da war ich nach dem Spiel etwas zu glücklich. Natürlich muss er diese Chance reinmachen, gar keine Frage. Horn ist ein klasse Keeper, aber so eine Riesenchance darfst du einfach auf keinen Fall vergeben. Zumal nicht im Pokal, wo Hannover immer schlecht ist. Im Endeffekt war es egal, weil wir ja gewonnen haben und von daher eine Runde weiter sind. Wir spielen in der nächsten Episode unter anderem gegen den Hamburger Sportverein. Das heißt, es gibt das Nordderby, das HSV-Derby. Das wird auf jeden Fall interessant, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Genauso wie eigentlich alle Partien in diesem Karrieremodus. Denn es ist in meinen Augen trotz dessen, wir relativ gut dastehen, doch einigermaßen realistisch und so realistisch, wie ein Karrieremodus eben irgendwie sein kann. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir machen noch ein bisschen Spielertraining, gucken noch so ein bisschen rum. Hiroki Sakai, der beschwert sich über seine Rolle im Verein. Momentan ist er halt absolut kein Faktor bei mir, denn auf der Rechtsverteidigerposition spielt entweder der Kollege Spielebach oder der Kollege Sorg, aber jetzt nicht zwingend Sakai. Und von daher kann ich schon verstehen, dass er traurig ist, aber was soll ich denn machen? Sorg ist halt besser. Und Schmiedebach sowieso. Und links Albonos, besser, zumindest sympathischer als Sakai. Pripp auch besser, vor allem schneller und dynamischer und offensiv stärker. Vielleicht müssen wir den Japaner in der Winterpause abgeben. Ob das der Fall sein wird, ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr habt auch Spaß an diesem Karrieremodus. Ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss demnächst mal wieder eine Aufnahmesession machen. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao. Haut rein. Und ciao.